Am 12. Juni war es wieder soweit. Das legendäre Brezensuppenfest ging bei Kaiserwetter in die 11. Runde. Mit dem Einzug der Stadtmusikkapelle Wörgl, Bürgermeister Michael Riethardt sowie Mitgliedern der Stadt und des Gemeinderates und der wohl größten Brezel im Tiroler Land, gesponsert von der Bäckerei Mitterer, wurde das legendäre Brezensuppenfest eröffnet. Bürgermeister Michael Riethardt ließ es sich dann auch nicht nehmen, höchstpersönlich die Brezen in gefüllte 1000 Stücke zu schneiden, um diese an die Besucher zu verteilen. Mit dem schon traditionellen Radio 1 Tirol Musikantennachmittag erreichte das Fest dann seinen ersten musikalischen Höhepunkt. Kulinarisch war natürlich auch einiges geboten. So wurde neben der geschmackigen Brezensuppen vor allem heimische Spezialitäten aufgetischt. Auch die kleinen Besucher kamen nicht zu kurz. Bei diesem traditionellen Fest für die ganze Familie im Herzen von Wörgl trifft man sich immer wieder gerne auf einen Ratscher mit Freunden, an gutem Essen und der bärigen Musik. Nach dem Fest ist vor dem Fest. Und so freuen sich schon alle auf die 12. Auflage des legendären Brezensuppenfestes in Wörgl 2023.